Hallo, willkommen zum RAMShop24 YouTube-Channel. Heute haben wir echt ein Highlight hier für euch, ein kleines Osterspecial mit freundlicher Genehmigung der Firma Umarex. Die hat uns hier diese Waffe als Leihgabe gegeben. Dafür auch nochmal herzlichen Dank. Ist wirklich toll, dass wir ein bisschen vorweg, also jetzt frisch von der IWA, diese Waffe nochmal auseinandernehmen können, angucken können und euch nochmal einiges dazu sagen können. Also ich muss sagen, ich bin vorweg wirklich vollkommen begeistert von der Waffe. Sie ist traumhaft gut verarbeitet. Alle möglichen Probleme der Vergangenheit wurden behoben, es wurde viel dazugelernt. Das Ganze ist wesentlich erwachsener geworden und durchdachter. Und auch die gesamte Verpackung innen und außen und alles, wie die Waffe aufgebaut ist, ist wirklich traumhaft schön gemacht. Also muss ich sagen, Kompliment an die Firma Umarex. Da ist wirklich ein ganzes Stück vorwärts gegangen worden, also in die richtige Richtung. Ich bin auch sicher, dass wir mit dieser Waffe wesentlich erfolgreicher werden als mit der R-Serie, wo es da doch sehr viele Kinder Krankheiten gab. Wie gesagt, das ist alles nur meine persönliche Meinung, was ich hier jetzt widerspiegel. Es gibt bestimmt einige Leute vom Real Action Forum und so weiter, die da noch viel technischer versiert sind und so weiter. Ich bin halt in allererster Linie, sehe ich das als Spieler, als User und natürlich auch als Händler. Und ich muss sagen, das ist eine sehr gelungene Waffe. Also man sieht schon von außen, dieser Koffer ist wirklich ein optischer Leckerbissen. Ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Sieht fast aus wie ein Peli-Case. Also die Anmutung ist wirklich toll. Ganz was anderes als zu dem alten Koffer, der war wirklich eine Katastrophe. Die Laschen sind aus Metall, das Ganze ist wesentlich kompakter und erwachsener geworden. Ich mache jetzt mal, wie gesagt, hier den Koffer mal auf, damit man sieht, wie das Ganze von innen aussieht. Also gehalten wird das hier mit richtigen aus Metall verarbeiteten Schellen. So, und hier ist das Prachtstück. Also wie gesagt, diese Review ist auch für viele RAM-Neulinge gedacht. Diejenigen unter euch, die natürlich Veteranen sind in dem Bereich, werden jetzt etwas gelangweilt sein, weil ich sehr ausgiebig auf alles eingehen werde. Ich hoffe, da ist mir keiner böse drüber. Ich denke eher lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, wenn man schon mal die Gelegenheit hat und sich die Zeit nimmt, sich mit diesem tollen Produkt mal auseinanderzusetzen. Ich werde einfach mal der Reihe nach versuchen, das so gut wie möglich zu machen und mal gucken. Ich denke mal, für den einen oder anderen werden da jede Menge Informationen abfallen, bevor er so eine Waffe kauft, damit er da doch mal sieht, wie das Ganze zusammengesetzt ist und es funktioniert. Wir werden später auch noch darauf eingehen, also auf die ganzen technischen Daten, Anbauteile, Umbaumöglichkeiten, Unterschiede zwischen den zwei Modellen und natürlich auch Schießen. Wir werden sie kronen, wir werden gucken, wie viel Joule sie leistet und so weiter, wie die ganze Trefferlage ist, Schussbild und so weiter. Also es wird eine sehr ausgiebige Review werden. Ich gebe wirklich mein Bestes. Ich hoffe, keiner ist da genervt. Also ich tue mein Bestes, damit man das einfach mal präsentiert kriegt hier. Also vorweg gesagt, es gibt zwei verschiedene Modelle. Es gibt einmal die TM4 und die TM4 RIS. Dieses T4E steht für Training for Enforcement. Also das ist also wirklich hier militärische Simulation, sagen wir mal Trainingsgerät. Dafür ist es eigentlich konzipiert worden, das Ganze, so wie Real Action Marker ja früher auch schon. Soll also ein Behördentrainingsmittel sein. Nachempfunden ist das ganz klassisch M4, M16, wie man es kennt. Die zwei Modelle unterscheiden sich nur durch ein ganz paar Kleinigkeiten. Und zwar bei der TM4, bei der ganz normalen, die man jetzt hier sieht, ist es einfach vorne ein Vorderschaft, der in Kunststoff ist. Und man hat einen Griff, ja, hier oben drauf. Und die Visierung ist ein kleines bisschen anders. Und bei der TM4 RIS ist es halt so, dass vorne ein Rissystem dran ist und die Visierung ist ein bisschen anders aufgebaut. Aber ansonsten unterscheiden die sich in gar nichts. Ja, also Gewicht ist ein kleines bisschen schwerer, die RIS. Und ansonsten ist alles gleich. Die Waffe wird betrieben mit 12 Gramm CO2-Kapseln, ist ein klassisches GBB-Gewehr, also Gas Blowback, basierend auf den bekannten Softair-Waffen. Wie gesagt, die Softair-Waffen sind im Kaliber 6 mm, die hier ist im Kaliber 43, das sind ungefähr 10,8 mm. Ist also eine ganz andere Hausnummer. Und wie gesagt, durch dieses Kaliber, dadurch, dass es halt kein Paintball ist, kein klassisches Paintball 68er-Kaliber ist, kann man die Originalmaße der Waffen wesentlich besser einhalten, weil das Geschoss einfach kleiner ist. Ja, der große Unterschied zu dem Vormodell, zu der alten R-Serie, also da sind schon ein paar gravierende Unterschiede. Also vorweg gesagt, das Allerwichtigste ist, dass diese Waffe hülsenlos ist. Also die alte, die R-Serie, hat einen Hülsenauswurf gehabt, für die, die es halt noch kennen. Die hier nicht. Ich begrüße das. Ich muss sagen, die Hülsen waren zwar schön, so sagen wir mal als kleines Gimmick, haben aber sehr viele technische Probleme gemacht und das Schlimmste eigentlich, dass viele Spielfeldbetreiber, gerade im Paintball-Bereich,
da Probleme mit hatten, weil diese Hülsen einfach überall auf den Spielfeldern verteilt wurden und das aus umwelttechnischen Gründen einfach nicht funktioniert hat. Deswegen denke ich mal, dass wir mit dieser Waffe wesentlich mehr Chancen haben werden, dass Ram-Spielfelder eröffnet werden oder dass halt klassische Paintball-Spielfeldbetreiber uns eine Chance geben werden, dort auch mit diesen Waffen zu trainieren. Und der nächste große Unterschied ist, früher bei der alten R-Serie wurde das Ganze von hinten betrieben mit dem CO2. Ja, also bei der R-Serie zumindest, da war hier hinten ein Anschluss, wo ein 88 Gramm Kapsel reinkam. Das war natürlich praktisch, weil man einfach mehr CO2 hatte, hat aber auch viele Nachteile gehabt. Und außerdem war es dieser hässliche Hinterschaft, der hat mich schon immer gestört. Das ist natürlich jetzt toll gemacht. Hier ist das wirklich wie beim echten M16. Also man kann das hinten auch richtig ausfahren hier und hat eine richtige Stocktube, wo auch verschiedene Schäfte hinten drauf passen. Also das ist wirklich schön gemacht. Der Hauptantrieb oder der Hauptunterschied liegt in diesem Falle an den Magazinen. Man muss dazu sagen, die Magazine sind leider eine ganze Ecke teurer geworden, weil halt ein großer Teil der Technik halt hier in den Magazinen drin steckt. Ich finde das aber eine super Idee, weil, wie gesagt, das hat sich schon in dem Softwarebereich durchgesetzt und funktioniert einwandfrei. Das ist, wie gesagt, eine einfache Geschichte. Es kommt halt der Antrieb hier rein, also die 12 Gramm CO2-Kapsel kommt hier unten rein. Die wird hier reingeschraubt und die Munition, also die Powderballs, kommen hier rein. Ja, die werden einfach hier reingeladen. Das kann man runterziehen, bis unten kann es hier einrasten. Das erkläre ich später noch alles. Die Schusskapazität ist runtergegangen von 20 Schuss auf 14, ist halt bauartbedingt. Aber wie gesagt, ist so in allem wirklich eine tolle Sache. Und vor allem, wenn mal was kaputt geht, denke ich, wird das an allererster Stelle im Magazin passieren. Das heißt, man kann einfach das Magazin einschicken, kriegt ein neues, wie auch immer, auf Garantie und kann dann ein zweites Magazin, was man besitzt, benutzen und kann die Waffe einfach weiter benutzen. Was auch auf dem Spielfeld natürlich riesen Vorteile bietet. Wenn irgendwelche Probleme mit einem Magazin sind, zieht man es einfach raus, steckt das nächste rein und weiter geht's. Also sofern der Fehler hier drin liegt. Aber ich glaube, dass die meisten Probleme hiermit auftreten werden. Hier ist mal ein paar technische Details zu der ganzen Geschichte. Also das TM4 wird, und genau wie das TM4 RIS, werden beide mit CO2 betrieben. Eine 12 Gramm Kapsel sieht so aus. Ich lege die jetzt mal hier hin. Ich würde auch empfehlen, die von der Firma Umarex zu nehmen, einfach aus dem Grund, weil der Boden hier vorne, wo das durchstochen wird, viel, viel gleichmäßiger ist als bei den in Anführungsstrichen Billigherstellern. Die Umarex-Kapseln haben wirklich hier eine gleichbleibende Qualität, sind auch immer ziemlich gleich befüllt. Wir haben da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Also ich empfehle wirklich, Kapseln der Firma Umarex zu verwenden. Ja, wir haben mit CO2 betrieben, Kaliber 43, wie gesagt. Joule, also die Energieleistung, liegt angeblich bei 5 bis 6 Joule. Das werden wir nachher messen. In Deutschland werden diese Waffen nur Semi-Auto verkauft, in Amerika oder im Ausland auch Vollauto. Da schaffen sie angeblich 1000 Schuss die Minute, was also eine beachtliche Leistung ist. Farbe ist schwarz, ist klar. Lauflänge ist 255 mm. Die maximale Gesamtlänge sind 763 mm. Gewicht ist bei der TM4 RIS 2772 Gramm und bei der TM4 2700 Gramm. Magazinkapazität bei beiden 14 BBs und der Gefahrenbereich, der maximale, liegt bei 366 Metern. Also das ist die Angabe von Umarex. So, und hier seht ihr die T4E TM4 RIS. Zum Vergleich, also ist im Grunde genommen eigentlich genau dasselbe Gewehr. Einziger großer Unterschied sieht man hier vorne an dem Risssystem. Da sind jetzt hier diese Schienen drauf, diese Rissschienen, um das Ganze ein bisschen zu schonen, damit man halt den Griff hat, wenn man keine Anbauteile dran hat, dass man sich an den scharfen Kanten nicht so verletzt. Wobei ich sagen muss, die Verarbeitungsqualität ist sehr, sehr hochwertig. Also man verletzt sich da kaum. Es sind also keine wirklich scharfen Kanten dran oder ähnliches. Ja, ein weiterer Unterschied sieht man natürlich hier oben an der Optik. Ja, die ist anders, also da ist kein Griff, die ist halt geöffnet und aber ansonsten ist halt kein großer Unterschied. Diese Schienen hier bekommt man übrigens ab, indem man hier drauf drückt und die dann einfach nach vorne abzieht. Ja, ich werde das später nochmal drauf eingehen und nochmal zeigen. Also hier schon mal die TM4 RIS, dass man den Unterschied mal gesehen hat zu den beiden Waffen. Also wir fangen am besten mal mit dem Magazin an. Ich zeige euch mal, wie das geladen wird. Das ist eigentlich im Grunde genommen vom Handling mit das, ist auch in Anführungsstrichen, komplizierteste. Also das Magazin ist, wie gesagt, ganz simpel von den ganzen Aufteilungen her. Es hat hier eine kleine Feder, die wird nach unten gespannt. Ja, dann kann man oben die Munition einführen und die CO2-Kapsel wird hier unten eingesetzt. Dafür braucht ihr ein Spezialwerkzeug, in diesem Fall
ein 50-Cent-Stück oder irgendwas in der Art. Das finde ich so ein bisschen blöd gelöst. Also das wäre schöner gewesen, wenn da vielleicht so eine Lasche gewesen wäre oder irgendwas, dass man da leichter rankommt. Ich meine, nicht jeder hat permanent irgendwo ein Geldstück immer mit dabei, aber gut, was soll's. Da müsst ihr diese Kappe abschrauben. Die wird halt hier rausgenommen. Das ist ein ganz einfacher Stoßboden, ganz simples Prinzip. Dann braucht ihr hier so eine CO2-Kapsel. So sieht eine angestochene aus. Die ist frisch. Oh, oder auch nicht. Also gut, also eigentlich hätte die frisch sein müssen, das war der Plan. Aber gut, wir machen es einfach mal jetzt mit einer angestochenen. Also ihr stellt euch jetzt vor, diese Kapsel ist frisch, dann ist hier vorne kein Loch. Ja? Ihr steckt die kopfüber rein. Sinnvoll dabei ist auch immer einen kleinen Tropfen Silikonöl mit hier auf diesen Kapselboden vorne drauf zu machen. Ein kleiner Tropfen reicht, das CO2 verteilt dann das Öl in der Waffe, also dass das immer ein bisschen geschmiert ist. Das ist immer ganz wichtig, damit diese ganzen Gummis und Dichtungen nicht porös werden. So, also ihr habt jetzt die CO2-Kapsel da eingeführt. Dann nehmt ihr den Tropfen, schraubt den drauf. So weit wie das Ganze natürlich ohne Münze geht. Dann dreht ihr das Ganze ein mit der Münze. Und dann würde es jetzt rein theoretisch einmal kurz zischen. Zack, und dann wäre das Ganze scharf. Also es gibt einen ganz kleinen Zischer und dann ist das Ganze dicht. Dann kommt Druck auf das System. Dann habt ihr hier oben eine Lademulde. Also da seht ihr, da kommen die Geschosse rein. So, dazu muss ich sagen, also laut Informationen von Umarex ist es so, dass die Waffe mit Powderballs betrieben werden soll. Jetzt haben wir leider ein kleines Problem, weil momentan die Produktion von Powderballs, sagen wir mal, auf 68 läuft und die 43er werden erst ziemlich spät kommen. Und irgendwie hat fast niemand in Deutschland mehr Lagerware. Insofern wird das alles ein bisschen kompliziert werden. Also wir haben leider nichts mehr. Ist natürlich jetzt nicht so toll, gerade wo die Waffen kommen, aber gut, man kann auch umschwenken auf andere Munitionssorten, zum Beispiel Gummigeschosse und so weiter, oder man besorgt sich halt bei der Konkurrenz irgendwo Powderballs, wenn noch welche irgendwo zu ergattern sind. Wie gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck dran, so schnell wie möglich wieder Powderballs reinzukriegen. Die Powderballs sehen so aus, ich zeige die mal. Also es gibt die einmal in pink-gelb von außen und grün-gelb von außen. Der einzige Unterschied ist, die grün-gelben hier sind mit weißem Puder gefüllt und die gelb-rosanen hier oder pinken sind von innen mit pinken Puder gefüllt. Aber es ist beides dasselbe. Die Powderballs sind von außen mit aus einer Wachsschicht besteht das Ganze, also sie sind relativ fest. Es ist also ziemlich schwierig eigentlich die Dinger kaputt zu kriegen. Das ist natürlich vom Vorteil bei diesem GBB-System, weil die Dinger natürlich mit Druck da drin sind und wenn der Mechanismus halt dann in Arbeit tritt, dann fliegt ja immer ein Nachladedorn sozusagen nach vorne und der zerschlägt natürlich ein Paint relativ leicht. Also wie gesagt, wir werden später noch darauf eingehen mit den ganzen Munitionssorten, aber die Möglichkeiten sind halt wie gesagt erstmal diese Powderballs oder halt mit Rubberballs zu arbeiten, mit Gummigeschossen. So ein Powderball kann ich mal zeigen. Ah, sieht so aus von innen. Ja, also hier sieht man es ganz gut. Das ist diese Außenhülle, wenn der also aufschlägt, dann zerplatzt diese Wachshülle und dann kriegt man hier diesen Babypuder, kriegt man dann ab. Ja? Also das ist so ein bisschen Staub, den man dann auf der Jacke hat oder irgendwo auf der Weste. Das ist ganz witzig, da hat man den Effekt, kann es wieder abklopfen. Also kann ich nur empfehlen, Powderballs sind wirklich eine ziemlich coole Sache. So, jetzt habe ich die ganzen Hände voll mit Powderballs. Meine Hände sind jetzt magisch sauber wieder. Jetzt können wir gleich weitermachen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Also, wie gesagt, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz. Es gibt bestimmt, was weiß ich, irgendeine andere Techniken, das zu laden. Mir ist jetzt keine andere in Sinn gekommen. Ich habe leider auch keinen Umarex-Entwickler oder irgendwas an meiner Seite gehabt. Also ich habe einfach nur festgestellt, dass hier eine kleine Lasche ist, die man nach hinten ziehen kann. Das erleichtert das Laden. Und dann drückt man die Powderballs einfach mit der Hand einen nach dem anderen rein. Wie gesagt, passen tun 14 Stück. Ihr könnt die auch mischen, logischerweise. Das ist also vollkommen wurscht. So, jetzt ist das Ding noch nicht voll fast. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Wie gesagt, bei den alten Magazinen, da konnte man das nicht sehen, wie voll die waren. Und das ist eigentlich ein ganz netter Effekt. Hier sieht man natürlich die kleinen Powderballs, wie sie drin liegen. Ist leider vorne, also man kann es beim Schießen selbst nicht sehen. Hat also so gesehen keinen Schussanzeiger, aber trotzdem, wenn man schnell oder sich nicht sicher ist oder wie auch immer die Waffe kurz ein Stück umdreht, kann man gleich sehen, wie viel Schuss man noch hat. Ganz wichtig, was man nicht vergessen darf, beim Reinstecken in die Waffe, vorher diese Feder hier lösen. Ja, sonst passiert nämlich gar nichts. Der Druck muss nämlich dann hier drauf, damit die Kugeln natürlich einzeln zugeführt werden. Die rutschen dann schön hier nach vorne und jetzt nach jedem Schuss, wupp, ja, kommen die Dinger dann einzeln rausgeflogen und am Ende, wenn das Ganze dann leer ist, ist es wieder im Originalzustand.
Okay, also ich erkläre erstmal ganz kurz die Waffe. Wie gesagt, grobe Aufteilung kennt man ja. Ich habe jetzt einfach mal die Rissversion genommen. Also, Magazin habe ich jetzt schon in die Waffe eingeführt. Das Magazin rausnehmen könnt ihr mit diesem Knopf. Das ist der Auswurfknopf. Ihr drückt da drauf. Magazin raus. Rein. Einrasse. Klack. Magazin drin. So, dieses Fenster ist geschlossen. Ist ein Staubschutz. Geht normalerweise beim Schießen auf. Ihr könnt es aber auch mit der Hand einfach aufmachen. So, zack. Das wird einfach nur durch eine kleine Feder gehalten. Und dahinter seht ihr den Bolt. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Also, finde ich ganz witzig. So, gespannt wird die ganze Geschichte hier. Hinten, klassisch, da ist hier eine, ich drehe es mal um, ein kleiner Mechanismus, der wird reingedrückt. Ja, ich drehe es nochmal in die andere Richtung, so, zack, dabei geht der Bolt auch nach hinten. Jetzt bleibt er hinten, weil das Magazin leer ist. Wenn ich jetzt einen Schuss drin hätte, wäre es jetzt nach vorne gegangen. In diesem Fall, nach dem letzten Schuss, bleibt das Ding immer offen stehen, wie beim echten. Also ist ganz gut gemacht. Hier seht ihr, ist offen, ist also der letzte Schuss, klemmt das Ding ein. Da ist dieser Haken hier hinten auch ohne jegliche Funktion. Ihr könnt jetzt rein theoretisch einen Magazintausch machen. Also ihr dreht jetzt das Ding hier um. Ich mache es mal so, dass man es sieht. Also frisches Magazin rein. Und hier ist der Knopf, der das Ganze wieder nach vorne schnallen lässt. Zack, jetzt wird das Ganze halt geladen. Also Magazin rein, zurückziehen. Wenn das Ganze jetzt voll wäre, so wie jetzt, zack, ist das Ding geladen. Jetzt könntet ihr rein theoretisch schießen. Ich zeige es mal. Gucken. Na. Das ist der Vorführeffekt. So, also. Ja, schießt natürlich nur einmal jetzt, weil jetzt natürlich das Magazin leer ist. Das kann ich überlisten, wenn ich hier gedrückt lasse. Ja, also da sieht man, es funktioniert ganz gut. Rein theoretisch Magazin wäre jetzt leer. Letzter Schuss, das Ding bleibt offen stehen. Dann geht hier nichts mehr. Ansonsten Sicherung ist ganz einfach. Semi und Safe. So ist Safe, geht nichts. So ist Semi, könnte man schießen. Ja, ist im Grunde genommen also schon eine ganz einfache Geschichte. Dann Abzug kennt man klassisch, Griffstück. Hier ist noch ein Attach, wo man das Ding dran machen kann. Hier ist die Visierung, also der hintere Teil der Visierung, hier der vordere Teil. Ihr könnt hier oben verstellen, also da könnt ihr dann einstellen, ob ihr die ganze Sache rechts, links, hoch, runter. Könnt ihr an diesen beiden Sachen einstellen, einmal hier und einmal hier. Hier ist hoch, runter, da ist rechts, links. Da wandert das Ganze rein. Dann habt ihr zwei, ich mache das mal ab, dann sieht man das besser. So, ihr habt hier zwei verschiedene Möglichkeiten, einmal fein und einmal grob. Das ist jetzt die feine Version und das ist hier die grobe Version. Also wenn man, sagen wir mal, nähere Entfernung hat, nimmt man dieses hier und auf weitere Entfernung präziser schießen will, nimmt man das. Man hat natürlich aber auch die Möglichkeit, und das ist ja das Schöne an diesen Real Action Markern, alle möglichen Anbauteile zu montieren. Also ihr habt hier eine riesen Rissschiene, auf der könnt ihr alle möglichen Dinge montieren. Ich habe jetzt einfach mal mir hier zwei, drei optischen zurechtgelegt, die man montieren kann. Das zeige ich jetzt mal. Und zwar hier zum Beispiel von Walter das PS22. Ja, das könnte man hier so montieren. Das ist ein klassischer Red Dot. Oder wenn man möchte, ein Zielfernrohr. Geht auch dran. Ist halt wichtig, dass es halt für diese Rissschienen alles gemacht ist mit den Montagen. Das funktioniert aber einwandfrei. Ja, dann habt ihr die Möglichkeit, hier hinten den Schaft, den kann man so verstellen. Wie man das halt auch kennt. Ich ziehe es mal ein Stück rüber. So. Also ihr drückt hier drauf. Damit könnt ihr die Länge einstellen. Gerade wenn jemand etwas größer ist oder kleiner, kann man das hier nach Bedarf einstellen. Wenn ihr hier hinten das rauszieht, könnt ihr das gesamte Schulterstütze abnehmen. Da seht ihr hier diese Stocktube. Die ist halt wie beim echten Gewehr auch gemacht. Und ihr könnt dann auch andere Schäfte, also zum Beispiel wie diesen hier, einfach nehmen, draufziehen. Passt. Klack, rastet ein. Also da hätte man zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit einfachen Mitteln die Optik dieser Waffe zu verändern. Was sonst noch ganz schön ist, was ich noch zeigen kann, man kann also auch die Griffe austauschen. Dazu ist einfach hier unten eine Schraube, die man lösen muss. Wir haben einige Griffe im Shop. Welche passen, sagen wir noch. Und da könnt ihr das auch austauschen, könnt dann verschiedene Griffstücke dran machen. Wir haben auch Überzieher für die Magazine im Sortiment. Die passen also auch hervorragend. Da sieht das Magazin so ein bisschen schöner aus. Das ist so das Einzige, was mir nicht so ganz gefallen hat von der Optik her, aber gut, das lässt sich drüber streiten. Man kann das also drüber ziehen. Dieser Schuh hat den Vorteil, wenn man das Magazin rauswirft, ist hier unten ein Dämpfer drin, dass das Magazin nicht bricht oder kaputt geht beim Auswerfen. Außerdem hat man hier noch diese Griffrillen dran. Das ist eigentlich ganz schön gemacht und die haben wir auch in verschiedenen Farben. Das Einzige, man muss sich dann hier unten halt ein kleines Loch reinschneiden, damit man die CO2-Kapseln einfüllen kann, aber ist wie gesagt ein ganz nettes Gimmick. Es passen sonst ganz viele andere Sachen dran, muss man einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, hier vorne ist ein Risssystem
muss man ein Stückchen rüber, dass man es besser sieht. Wenn man hier drauf drückt, kann man diese Schienen hier nach vorne abziehen. Also hier. So geht das. Ja, so sind die Schienen ab. Die sind ja nur zum Schutz, damit man hier vorne halt diese scharfen Kanten nicht hat. Man kann hier aber auch jede Menge Anbauteile anbauen. Da bitte natürlich die deutsche Gesetzgebung beachten. Lampen, Laser und ähnliches ist strengstens verboten. Das darf daran nicht montiert werden. Aber es gibt ja zum Glück ganz viele andere Dinge, die man da montieren kann. Zum Beispiel ein klassischer Bipod. Ja, der wird einfach hier unten dran gemacht, festgeschraubt. Ich mache es jetzt nicht fest, also wäre eine Möglichkeit. Oder ein Frontgriff, taktischer Frontgriff, dass man noch einen besseren Halt hat. Gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Ja, das ist also auch ganz schön, da hat man da zusätzliche Anbauteile. Oder. Also wie gesagt, man kann auch hier Kameras dran machen, zum Beispiel die XCC 400, die wir im Shop haben mit Schusswaffenhalterung. Das ist absolut super. Da kann man dann auch noch die aus der Ego-Perspektive das Ganze filmen, wenn man irgendwie Aufnahmen machen möchte und so weiter. Des Weiteren passen auch Schalldämpferattrappen. Dazu muss man hier vorne diesen Mündungsfeuerdämpfer lösen. Der hat hier wie so kleine Griffstellen, wo man mit dem Schraubschlüssel reingehen kann. Hier bitte darauf achten, das Ganze geht gegen den Uhrzeigersinn. Ja, also nicht wie bekannt so rum öffnen, weil dann schraubt man es fester. Es muss gegen die andere Richtung gemacht werden. Ist ein bisschen komisch, aber hat seine Rechtfertigung. So, also das ist der Mündungsfeuerdämpfer, der ist jetzt ab. Jetzt gibt es Schalldämpferattrappen in allen möglichen Größen, Formen und Variationen. Ich werde natürlich noch darauf eingehen, im Shop Cross-Selling machen, welche passen, welche nicht. Das hat ein bisschen was mit dem Durchmesser hier zu tun, damit die Kugeln also da drin sich nicht verfangen. Bis jetzt, die Tests, die wir gemacht haben, gab es keine Verwirbelung und nichts. Funktioniert hervorragend. Die könnt ihr also hier ganz normal aufschrauben. Ich zeige das mal. Sieht halt ziemlich cool aus, hat keinerlei schalldämpfende Wirkung, ist also vollkommen legal, sind reine Schalldämpferattrappen, sind also einfach nur, sieht einfach nur schick aus. Er hat natürlich jetzt eine riesen Auswahl, durch dieses Soft-Air-Gewinde in Anführungsstrichen gibt es jede Menge Attrappen, die da passen, also kann man das Aussehen der Waffe sehr individualisieren, kann natürlich jeder entscheiden, wie er möchte, hat keinerlei Funktion, sieht aber trotzdem lustig aus, gerade für Reenactment-Fans oder irgendwelche Ausrüstungs-Junkies, gibt also da ganz viele Möglichkeiten, was man da alles draufschrauben kann. So, ich mache jetzt hier mal diesen, es geht ein bisschen schwer, ist so ein Feingewinde, da muss man so ein bisschen Gefühl für haben. So, jetzt ist hier wieder in den ursprünglichen Zustand. Also wie gesagt, gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man da montieren kann. Man kann sie auch ganz nackt lassen. Wie gesagt, alles ist Geschmackssache. Man kann da machen, was man möchte. Wir haben jede Menge Anbauteile im Shop, die darauf passen. Und das sieht auch klasse aus. Wir werden auch einige Fotos veröffentlichen von Mods, also verschiedenen Ideen, Sniper-Versionen oder vielleicht CQB-Varianten und. Wir werden auch noch testen, ob es noch verschiedene Risssysteme gibt, die passen. Aber dazu später. Also für die, die es interessiert, hier ist mal das Magazin zerlegt. Ich habe es einfach mal auseinandergebaut, um mal zu gucken, wie es aufgebaut ist von innen. Wird mit, keine Ahnung, 6-7 Schrauben gehalten. Kommt einem relativ wenig entgegen, also hauptsächlich diese große Feder von der, von dieser Ballzuführungsstange und oben halt die kleinen Teile, halt dieser Kopf von der Zuführung. Ansonsten war es das eigentlich, relativ überschaubar. Und dann ist hier drin, ist eine Dichtung da unten, also ich will mal ein bisschen besser zu zeigen, da. Da ist eine kleine Dichtung, wo die 12 Gramm CO2-Kapseln ansetzen. Und ich schätze mal, das ist das Einzige, was wahrscheinlich irgendwie kaputt gehen kann. Also vom Verschleiß her, denke ich mal, wird das relativ überschaubar bleiben, das Ganze. Und man kann da eigentlich auch relativ gut ran, kann alles also reinigen, fetten und wieder zusammenbauen. Ja, das ist so ein RAM-Magazin von innen. Aber der Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Da ist schon jede Menge Technik innen drin. Und das ist auch alles zum Teil innen drin hier aus dem Vollen gedreht und sieht so also wirklich super verarbeitet aus. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, nach wie vor, die Magazine finde ich eine coole Lösung und wir werden ja in der Praxis sehen, wie sie sich bewähren. Okay, also ich bin jetzt mit der TM4 auf dem Stand, um die mal zu kronen und dann wollen wir mal schauen, wie viel Joule da vorne rauskommen. Also zum Kronen messe ich jetzt erstmal das Geschossgewicht. Das ist nämlich ganz wichtig. Das werden wir nämlich gleich brauchen. Ich nehme dafür eine Sartorius Feinwaage. Also ich habe jetzt mal einige
Geschosse genommen und hat mal 10 Stück und ungefährer Schnitt sind Pi mal Daumen 1 Gramm. Ja, dieser Todesfeinwagen sind relativ genau. Okay, also ich habe hier einen, wir sind jetzt hier beim Kronen, ich habe bisher einen UFC Pro Chronographen dafür genommen, weil der sich ganz gut einstellen lässt für die Rams. Da kann man also auch das Geschossgewicht, Durchmesser und so weiter alles einstellen. Der ist jetzt bei, ich habe mal bei 1,02 Gramm eingestellt, weil das ungefähr so ein Pi mal Daumen Mittelwert ist, der passt. Frische CO2-Kapsel drin, ich habe schon 2 Schuss gemacht, damit der erste Druck weggeht. Und jetzt probieren wir das mal. Also 5,64 mit 105,2 Meter pro Sekunde. 4,5. 4,98. 5,2. 5,45. 5,35, 4,56, 4,35, 4,89, 4,55, 6 Joule, 5,5, 6,5, alle. Das war der letzte Schuss. Also wie ihr seht, kommen da ganz ordentliche Werte raus. Also so zwischen, sagen wir mal, 4,5 bis 6,5 Joule. Und das, was mich ein bisschen überrascht, dass der Druck, also wie gesagt, natürlich hängt es auch wieder von Temperatur, Raumumgebung und den ganzen Krams ab. Aber hier sind ganz normale Temperaturen, die dürften so um die 20 Grad sein in dem Raum. Also das CO2 dehnt sich ganz normal aus. Aber wie ihr seht, das Ding bringt wirklich die angegebenen 5 bis 6 Joule sogar ein bisschen drüber. Ja, also ich teste gleich nochmal mit der anderen, die ich habe. Ich habe ja 2 Stück hier. Um mal zu gucken, ob da eine große Streuung in der Serie ist, aber bisher sieht das eigentlich sehr gut aus. Also wie gesagt, letzter Wert waren jetzt, also beim letzten Schuss, der 14. Schuss, 6,52 Joule bei 113 Meter pro Sekunde. Also das ist eine ordentliche Leistung, muss ich sagen. Super. So, jetzt wollte ich auch mal gucken, was die Kadenz sagt, also zumindest das, was man mit dem Finger auf Semi-Auto schafft. Das probieren wir jetzt auch gleich mal. Das ist jetzt das zweite Magazin mit der ersten Kartusche. Also mal schauen, was passiert. Also, rein theoretisch 375 Rounds per Minute, die ich jetzt so semi schaffe. Das ist irgendwie anständig. Ich habe, wie gesagt, schon mehrere Magazine durchgeschossen, also heute Morgen schon. Habe also insgesamt jetzt 20 Magazine durchgehauen. Muss sagen, ich hatte keine einzigen Laufplatzer, mit Powderboards allerdings. Ich habe mir gedacht, ich hebe mir die ballistischen Tests ganz zum Schluss auf, falls es da irgendwelche Laufplatzer gibt und so weiter, weil ich noch nicht so vertraut bin mit dem Zerlegen der Waffe und so weiter und Reinigen. Nicht, dass wir am Ende dann da komplett schlechte Werte kriegen, wenn wir gleich mal gucken, was die Präzision sagt. Also wie gesagt, man schafft rein theoretisch mit dem schnellen Finger, wenn man möchte, bei 14 Schuss ein Magazin 375 Rounds per Minute, was wirklich nicht schlecht ist. Das Teil hält nach wie vor zum letzten Schuss jetzt die 4 Joule. Ich habe eben ein bisschen auf die Anzeige geachtet. Das hat also geschwankt zwischen 4 und 6,5 nochmal. Das heißt, da sind wohl dann Druckschwankungen. Das fällt dann wieder ab und auf. Das liegt wahrscheinlich am Ausdehnen des CO2s. Wie auch immer, da gibt es sicherlich eine bessere technische Begründung für. Da bin ich nicht der Fachmann. Aber wie gesagt, sie schießt anständig durch. Keine Ladehemmung, keine Probleme. Also auch wenn man mal schnell Feuer macht, eine super Sache. Okay, also ich versuche das jetzt mal hier mit der XTC 400. Die habe ich mit einer Schusswaffenhalterung an die Ram angebaut. Da müsste man eigentlich ganz gut sehen. Also das sind jetzt hier knapp 20 Meter laut Laserentfernungsmesser, den ich separat habe, natürlich nicht an der Waffe eingebaut. Ich schieße jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, wie das Ganze sich entwickelt. Okay, also man konnte ganz gut sehen, ich hatte sogar einen Laufplatzer, den ersten jetzt nach 100 Schuss oder mehr als nach 150 Schuss. Die Kugeln haben, wie ich mir schon gedacht habe, wegen der hohen Joule-Zahl unheimlichen Spin. Also die Dinger gehen nach rechts, links, hoch, runter und wandern ganz schön, wobei es heute auch extrem windig ist. Also es ist super, super windig und ich habe hier wenig Schutz und es sind ganz schöne Verwirbelungen. Aber sagen wir mal, auf 20 Meter hätte man locker noch
eine Mannscheibe getroffen. Überhaupt kein Problem. Ja, also halt so vom Radius her nur, dass es halt nicht so präzise, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte oder gehofft hatte. Aber da muss man mal gucken. Das ist, wie gesagt, jetzt wirklich ohne irgendwelche Vortests oder Vorübungen ein Raw-Schnitt sozusagen. So, jetzt sind wir mal auf 10 Meter rangegangen. Ich bin jetzt mal gespannt, was sich da jetzt verändert. Wiederaufnahme der XTC 400 haben wir übrigens auch im Shop. Finde ich eine absolut coole Kamera. Kann es locker mit der GoPro aufnehmen und ist viel schlanker und in schwarz und sieht einfach nur cooler aus. Also wie gesagt, mal angucken, XTC 400 mit Schusswaffenhalterung gibt es auch bei uns im Shop. So, ich mache jetzt mal ein paar Schuss aus 10 Meter Entfernung, mal gucken, was passiert. So, ich hatte wieder einen Laufplatzer, komischerweise. Gut, kann jetzt aber auch mal passieren. Wobei, sie steckt sie super weg. Ich habe sie jetzt mal ein bisschen eingeschossen, also man sieht, die Schussleistung ist wesentlich besser jetzt. Also wir haben jetzt von den Schüssen, die ich gemacht habe, sind alle auf der Scheibe, alle auf einem DIN A4 Blatt aus 10 Meter Entfernung und relativ nah zusammen. Also für eine Ram schon eine coole Sache. Also langsam gefällt mir die Geschichte. Ich habe das Ganze über ein Zielfernrohr gemacht, musste natürlich erstmal das sauber einschießen. Das habe ich vorhin in der Hektik ganz vergessen. Jetzt ist das Ganze schon wesentlich besser. Also man sieht, sagen wir mal, alles zwischen 5 und 10 Meter ist bestialisch. 15 Meter ist dann immer noch absolut machbar. 20 Meter gibt es immer noch Treffer, man muss sich aber schon besser konzentrieren und ab 25 Meter wird es dann ungenau. Ja, also absolut in Ordnung, wie gesagt. Ich denke mal, das ist auch dann während des Spieles, muss man das Ganze halt mal testen. Ich werde, wie gesagt, in einer Woche habe ich nochmal die Gelegenheit, bei einem Game das Ding mal einzusetzen, um mal zu gucken, wie sich da alles verhält. Aber bisher bin ich also extrem zufrieden, muss ich sagen. Also das war jetzt gerade eben auf 10 Meter Entfernung. Also hier sieht man nochmal die Streuung. Also ich habe, wie gesagt, jetzt geschossen mit Powderballs, mit Clearballs, mit Reballs und das Ganze zwischen 5 und 20 Metern. Also 5 Meter war das kürzeste, dann 10, 15 und 20 Meter. Also hatte von insgesamt, also mit den Powderballs habe ich um die 400-500 Schuss gemacht, hatte ich nur 3 Laufplatzer insgesamt, aber ohne jegliche Probleme. Und AG1 Clearballs 250 Schuss, keinen einzigen Platzer. Reballs ist klar, da gibt es keine Laufplatzer. Es ist heute extrem windig, das hat alles super schwierig gemacht, um da halt, sagen wir mal, eine neutrale Wertung abzugeben. Aber der Streukreis ist wirklich okay. Also man kann nichts sagen. Auf kurze Entfernung 5 Meter, 10 Meter brutal. Ab 15 Meter fängt das Ganze an, ein bisschen hoch, runter, rechts, links zu gehen. Und ab 20 Meter noch mehr, aber Manntreffer sind überhaupt kein Problem. Also auch auf 20 Meter. Ich bin sogar bis ganz nach hinten mal, habe 25 Meter geschossen. Also wenn man dann korrigiert nach dem zweiten Schuss, absolut cool. Also ist was mit zu machen. Die Waffe ist sehr, sehr präzise für eine Ram in Anführungsstrichen. Natürlich die Software-Leute und Luftgewehr und so weiter werden darüber lachen, aber für eine Ram super. Und das Problem mit der hohen Leistung ist natürlich, habe ich mir schon fast gedacht, halt ohne Hop-Up macht das Ganze ein bisschen schwieriger, aber die Waffe ist wirklich alles in allem absolut brauchbar. Okay, also jetzt sieht man hier mal das Setup, was ich verwendet habe, um die TM4 zu testen. In diesem Fall halt, wie gesagt, die Riss, weil ich da noch die XTC 400 anbringen konnte. Also geschossen habe ich ganz normal mit der Riss, wie gesagt, habe eine Luger Optik drauf, um halt keine optischen Qualitätsschwankungen da reinzubringen, weil das Glas ziemlich gut ist. Entfernung habe ich gemessen mit einem Laser-Entfernungsmesser. Dann habe ich hier, wie gesagt, die XTC 400 mit der Schusswaffenhalterung, was wirklich ziemlich cool aussieht. Ich zeige es nochmal von vorne. Also die passt sich da echt super an der Waffe. Und für die Tests verwendet habe ich die ganz normalen Powderballs, dann AG1 Clearballs und Rubberballs. Ja, wie gesagt, mein Fazit zu der Waffe, letztendlich kann ich nur sagen, hat sich alles bestätigt, was ich auch vorher schon erwartet habe. Verarbeitung top, Schussleistung top, alles gut. Einziges Problem, was ich bei der Waffe sehe, ich meine gut, okay, heute war es extrem windig, ich musste das jetzt hier draußen machen, normal wollte ich es auf dem Indoor-Schießstand machen, da habe ich aber in der kurzen Zeit keine Drehgenehmigung bekommen, deswegen haben wir das hier auf dem Firmengelände bei uns gemacht, ging aber auch, wie gesagt, was ich gemerkt habe, ist dadurch, dass die halt so viel Power hat, in Anführungsstrichen, gehen die Schüsse bei leichter Munition, also sagen wir die Powderballs waren ja die leichtesten Geschosse, die ich verwendet habe, haben die Schüsse halt einen starken Drall nach unten oder halt nach rechts. Das macht natürlich ein bisschen Probleme. Da die Waffe keinen Hop-Up hat, kann man das nicht korrigieren.
Also wenn das irgendwie möglich wäre, bei der nächsten ein Hop-Up wirklich eine sehr coole Sache. Also man kennt das aus dem Software-Bereich, da kann man dann halt wie gesagt diese ballistischen Kurven ausgleichen über ein Hop-Up. Ansonsten, wie gesagt, umso schwerer die Geschosse, umso besser. Mit den Rubberballs hat sie also fast gerade geschossen. Auch die AG1 Clearballs waren super. Ich hatte bei den Powderballs jetzt bei insgesamt 400 Schuss 3 Laufplatzer, aber die hat sie locker weggesteckt. Also man schießt einfach ganz normal weiter, ohne jegliches Problem, freigeblasen die Waffe danach und hat also wirklich super funktioniert. Bei den AG1 Clearballs hatte ich bei 250 Schuss, weil ich dann irgendwann keine Zeit mehr hatte, das noch zu Ende zu machen, weil langsam dunkel wird, hatte ich keinen einzigen Laufplatzer. Also auch die AG1 werden super vertragen und mit Reballs, klar, war absolut super. Ist natürlich fürs Game vielleicht ein bisschen heftig. Also die Power ist schon enorm von der Waffe. Ja, ansonsten, wie gesagt, großes Kompliment an Umarex. Waffe ist total gelungen. Ich kann nur sagen, absolute Kaufempfehlung für mich. Die absolut coolste Waffe dieses Jahr. Und alles in allem für das Geld kaum zu fassen. Also kaufen!